gerade. Stimmt. Oh, wir sind. Oh ja, wir sind ja gerade in diesem Musikteil. Oh ja. Geht jetzt Geilo. los. Geili. Ja, in diesem Sinne, hallo ihr Lieben und hallo die alle bei. Hier, wie heißt es? YouTube einschalten tun. Wird das auf YouTube exportiert? Hä? Haben wir doch mit dem ersten Teil auch gemacht. Und hä? Also, hä? Daniel hat das doch gemacht? Ach Oder so? nicht? Hä, jetzt habe ich gar nicht gesehen. Hat er doch Keine Ahnung. direkt, zwar doch gefragt, ob das bei YouTube kommt, und Daniel hat direkt gesagt, er ist schon dabei. Okay. Also, ich gehe mal davon aus, dass das so passieren wird. Soll er doch machen, was er will. Ist echt so. Wenn nicht, falls jemand gucken will, streamen wir es dann halt einfach nochmal für die Person. Ja, können ja Macht total Sinn. durchdashen, weil wir sind dann ja. Geil! Also, was kann ich jetzt hier machen? Du kannst singen und klatschen. Sie schreit einfach so. Okay, sie ist so Screamo Girl. Ah, und dann kann ich noch so. Hey, let's see if this still works. Oh, was habe ich hier gefunden? Karussello. Oh, geil, und Kann los. man mitfahren. Giddy up, girl. Giddy Die Schallplates, Alter. Ja, genau so heißt es auf Englisch. You're doing great. Hallo, Monkey. Komm doch. Komm mit Sonic dazu. Plates. Just like how I remember. Okay, rein. Oh, Digga, was sehe ich da unten? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hallo! Oh. Oh, geilo! Was muss ich tun? Ah, hier hin. Okay. Okay, Ah, let's geil, go. okay, jetzt ist auch so richtig nur Man muss in den Gasen. Kurven wahrscheinlich aufpassen. Du bist das untere Auto, nicht vergessen. Ja. Okay. Oh, Oh. okay! Fuck. Gut, dass wir an Weihnachten immer Carrera-Bahnen im Wohnzimmer haben. Ach. Looking a little slow there, May. Ah. Bingo. Damn. Okay. Hallo. Ja, ich bin irgendwie sehr digital gefahren. Okay, was gibt's hier noch so? Okay, das ist leider zu geil. Lieb, Karriererennbahn. Ist doch nachher richtig heftig, Alter. Ja, ist echt so. So, Triple Layer, shit. Oh, boing. Snack Time Countdown. Snack Time Countdown. Alter, was ein gutes Cover. Einfach so eine Uhr und Bananen. Lu! Beste Box! Oh, wow. Oh, Why is nice. the world turning and other thought-provoking facts? Oh, hier kann man langschwingen. Oh, guck mal! The Garden Enthusiast's Handbook. Oh, da ist das also gelandet. Aber ich habe hier das beste Spielzeug. Es Oh, ist hier ist noch mal. das Singing Bass. The Was Singing. für Familien hatten so Carrera-Bahnen? Die haben doch versucht, die Liebe ihrer Tochter zu kaufen. Ja, Carrera-Bahn war schon ein gängiges Ding bei uns. War geilo, ey. Ey, spring mal hier rein, Lu. Hier, spring mal. Okay, Püriri. Oh. Wie bin's ein Puri? Okay, wie dick bin ich? Okay, die kleine Lehmfigur wiegt 152 Kilo. Ich glaub, das ist ein Kram, Bruder. Nein. Oh Lass mal geil, das gleich. hat sogar die Physik, wenn man smackt, dass man. Lass mal gleichzeitig drauf smacken. 1, 2, 3. Okay, nochmal. Was los? Okay, 380. Hä? Du wiegst 152 und ich wieg 118. Was macht der Fisch?
Der ist der Dancing Bass. Oh! Hier ist überall eine Garten. Oh, hier, hallo, Childhood kommt. Moon Baboon. Moon Baboon. Hajo, hier sind auch Hooks. Oh ja. Guck mal, das hier unterscheidet einen Umzugskarton von einem normalen Karton übrigens. Moving. The more you know. Okay, lass mir den Hebelino drücken. Hier oben ist ein Walkie-Talkie. Was? Ja, da oben drauf. Oh, da kann man eigentlich, glaube ich, nicht hin. E-Beam's ready! Ah jo, ich komm. Digga, ihr Walk-Cycle ist aber auch grad merkwürdig gewesen. Ihr Running-Cycle. Ja, ihr Run-Cycle ist ein bisschen sehr exaggerated in den Armen. Ja, bei uns gab es auch eher so eine 8 und fertig. Und ich glaube, ich hatte ein Looping, aber deshalb meinte ich ja, dass die so relativ geil war. Später gab es dann noch so eine Steilkurve, die hatten irgendwie auch viele, die aber auch ein bisschen... Die war schwer aufzubauen, weil die hatte halt keine richtige, also die hatte so Plastikfüße. Da musste man die immer so gradiell höher bauen und die haben aber waren halt einfach scheiße verarbeitet. Ja, ja. Vor allem war die ja einfach keine Steilkurve, sondern einfach ein Hügel hoch, eine höhere oben, Kurve. Eine Kurve und dann straight wieder runter. Und dann ist die Autos immer so auf die Kante aufgedutzt. Guck mal, für die Leute, die es nicht wissen, genau so sieht der Backstage-Bereich aus. Auf jedem Konzert, auf jedem Festival. Ja. Genau so. Ja, klassischer Backstage-Bereich, wo es auch so Filmrollen gibt. Ja, und wo man auch einfach in den Tod stürzen kann. Also es soll ja wirklich Musik sein, aber warum liegen dann hier so Filmrollen? Hä, das sind keine Filmrollen, du Dulli. Das sind alte Videotape-Recorders. Was meinst du wieder? Videotape ist ja hä? Auch also nein! Rollen ja, halt. Nein, das sind Tonrollen, natürlich. Das sind ganz, ganz alte Tonbandrollen. Ja, naja. Hä, was meinst du, wie die alten Audiogeräte aussahen? Ja. Die waren so. Alte analoge Aufnahmegeräte. Oh, ich muss hier das wegsäbeln. Aber das ist jetzt halt einfach legit Videotip. Ja, das ist von einem Live-Konzert. Na gut. Hier sind auch Demos. Oh, Flight of the Spaceman. Wer kennt es nicht? Hier ist die Vinyl dazu. Warum ist die nicht in dem Karton? Wer geht so mit Vinyl um? Ja, okay, werf doch gleich noch dein Dings. Oh. Rings of Temptation. Oh jo, cool. Okay, was geht jetzt hier für ein Funk ab? Okay, warte mal. Du bist da schnell rüber, wa? Puh. Warum ist da unten... Was ist da unten die Gefahr? Sind die einfach heiß? Ja, du wirst vom Bass einfach zerrüttet. Von den Anlagen, die da drunter ist. Okay, ich verstehe echt tatsächlich die Gefahr nicht so gerade, aber. Oh, Hallöchen! Ich möchte so eine bitte später in meine Wohnung haben. Boah. Oh, warte, hier ist ein dickes Mikrofon. Oh wow, die ist Doppeldimsel. Oh, ich glaube, ich stelle mich jetzt hier rauf und dann singst du in das Mic rein. Oh, nice. Ich kann sonst. Warte. Nee, sing doch einfach mal. Oh, lol. Ach so, ich hab's einfach zu schnell gemacht. Ah, jo, das kann ich mir hier sogar selber schießen. Aber... Boing. Oh, wow. Hab gekockt. Ich mag ja diesen Slow Blues im Hintergrund. Finde ich ja ein bisschen geil. Okay, was ist denn das hier für ein Dreck? Hä? Ich dachte, du hast es schon geschafft.
Ich blieb's nicht. Ah, jetzt. Okay. Hallo, ich bin Ritterboy. So geil, dass er immer so ein Becken aus, ey. Oh, warte! Okay, cool. Isn't this your grandpa's jukebox? Yeah. Huh. I forgot we stored it in our attic. You think it still works? Hey. I bet we can get it going. Ah. Alle geil sind jetzt in der Jukebox drin. Ja, Mann, ja. Oh, die Mucke ist so geil. Geil. Oh, ich lieb's. You'd love it. Or hate it. He always told me to be careful. Okay, das ist auf jeden Fall ein Song, der in die Spotify-Playlist muss. Ah, der Soundtrack ist echt schön. Grandpa, you can hear me? I promise not to ruin it. Oh. Geil. Oh. Ah, so viele schöne Details auch, ey. It's what Hazelight does. Oh, hier, eine kleine Aufnahmesection. Oh. Hey, this speaker has an antenna on it. I bet it's connected to your microphone. Nice. Warte mal, wo muss ich den raufboxen? Ja, doch reinhauen. Probably können wir dabei einfach die Sachen wegschießen, oder? Lass uns das oh ja, machen. Das kann sein, Mama. Hallo. Können wir auf jeden Fall kaputt machen. Ja. Okay, erstmal schön die ganze Platine rasieren. Cool, meine Passion ist einfach technisch vernichten. Kostet ja auch gar nix. Oh, warte mal. Hey du. Ich fahr mal kurz hier hoch. Und was haben wir den Speaker gebraucht und die Zerstörung? Watch your ears, Cody. Oh, no. Okay, Gott. Hä? Ah, warte. Warte, ich glaube, ich kann. Ah, du musst den oben den Speaker ans Mic stellen. Ja. Alter, lass mal hier ein bisschen. Schießt es sich zurück? Richtig geil. Das ist auch eine. Okay, Laser los! Mit so noch mehr Lautsprechern außen rum. Okay, so viel mit Singen hat es noch nicht zu tun. Ach, verpickig, ey. Good work, both of you. You've earned the speakers. Okay, geil, geile Hi-Fi-Anlage. Not yet. Keep on going. You're still missing the mics and lights! Woohoo! Who's coming toasty? Oh! Oh, ich hab eine Idee. Ah, yo, jetzt kannst du die Laser so wegblocken oder wegschielden. Geil! Woo! Ah, da vorne ist so ein Steuerkreuz und das ist mit dem Bild. Oh ja. Okay. Ah, jo. Mach mal. Oh nein, mach mal bitte lila. Hä? Mach das dein Laser-Dings. Ja, aber was will ich. Ach, so ein bisschen da rum, ne? Okay. Ja. Okay. So, dann brauchen wir jetzt lila. Hey, this is
be scared. Oh boy. Passt es? Ja, wir fahren erstmal dahin. Also dann rot jetzt, wa? Ja. Jetzt gelb. Nochmal rot. Was nach oben? Ja. Oh. Dann wieder lila. Ja, das sollte reichen. Yep. Okay. Oh, guck mal, der Traum eines hier Technikers. Alter, slide. Okay, let's go higher. Good all there, Cody. Ah, das sieht schon auch alles einfach sehr geil aus, auch wenn es eigentlich gar nicht groß viel Zauberei ist, aber einfach. Ja, wir haben halt einfach geiles Lighting. Die ganzen M-Cases, das Lighting dazu. Es reicht, es ist alles. Hier geht's weiter. Ja, ich wollte hier noch kurz gucken. Was ist das hier für ein Zonky Ball, Alter? Ui, jo. Vielleicht gibt's hier ein Spiel. Oder da geht's gleich noch weiter. Ah, ne, das war das Laser-Ding. Ah, jo. Ah, jo. Over here, May! Boink. Oh, yo! Geil! Ah, nice, Alter! Oh, hier kannst du hin! Hä? Oh Mann, Alter. Mir hat schon wieder richtig geballert so. Oh ja, wir müssen sogar hier hin. Ah, noch nach Minispiel suchen. Oh, direkt zur Bassdrum laufen. Oh, Double Bass sogar. Okay, wo bin ich jetzt? Voll geil mit den Drums, Mann. Ich lieb's richtig aus. Oh, geil, Orgel. Oh. Oh, wow! It's my own cassette player! I can picture it now! A young May, rebellious! Listening to tunes. Hi, yo. Oh, shush. Tu mir was, Woo! Ah, eject. Nice. Oh. Was ist denn los? Habt ihr eigentlich geplant, die einzelnen Sessions noch gut zu putzen? Das hab ich gerade eben auch überlegt. Ich meine, dass Daniel das vorhatte, aber ich weiß nicht. Yes. Aktuell müssen wir ja noch alle auf den Tisch. Otherwise, probably lost already. Oh, nice recording session. Hey, Cody, give me a lift. I got it. Are you sure? Trust me. I know how to turn knobs. Ah, hier ist ein Ding. So da. Whoa, this oh, yo. Ah, du machst aber immer noch hier mit Blau. Okay, andersrum, okay. Glaube ich. Dreh den Blau mal andersrum. Ah. Oh. Okay, warte, ich mach den schon mal ein bisschen weiter runter. Thank you.
Okay, mal kurz electrocuted. Ah. Hä? Ah, jo. Ah. Yep. Nice. Okay. Okay, that's something weird. What's that? Is it a microphone? I think so. Oops. Well, okay. Oh, das war defekt. Said we need mics to prep the stage. Okay, sieht ja super scary aus. Jetzt haben wir es kaputt gemacht. Ich blick's gar nicht. Oh fuck. Oh. Was macht ihr denn hier? Wir sind so gut. Ah, ich, wenn ich singe, dann sind die Karten. Dann geht das Ding auf, ja. Ah, und nur dann kannst du dich angreifen, oder was? Yes. Oh, upsie. Goodbye. Oh. Oh. Oh Gott. Okay, warte. Ich mach direkt nochmal. Ah, ich hab den nicht treffen können. Ja, warte, jetzt sind wir einfach auf dem gleichen Ding. Okay. Und los. Hey. Hä? Ah. Ah, witzig, diese Kurve mit diesem Schaumstoff. Ah, nein! Und die kann ich nicht. Die kann ich nicht besiegen. Und es ist nice, dass sie haben ihren Gesang mit dem Backing Track gesingt. Ich find's auch geil, dass die Dinger dann alle so sie anstarren und so voll auf die fixiert sind. Und nicht einfach nur irgendwie so random chillen. Oh, warum ist die weg? Keine Sync Power mehr. Ja, Monkey, wenn du es gerade parallel siehst, die anderen Parts müssen ja noch auf Twitch sein, oder? Nein, es ist eine Yamaha Konda. Oh, Leute. Da unten, wir können sie riden. Toll. This is a ride of death! Hang on, superhero! Wo bist du? Ah, da. Geil! I'm having my breathing thing! He's getting closer! Oh nein! Durch das Ding gefallen! Okay. I swear this must be that book's fault! I think we're the ones who killed those snakes!
dicke Schlangen haben wir getötet. Ja, die ganzen kleinen Mikro-Babyschlangen. Hä? Ja, die ganzen kleinen Mikros. Ach nee, weil er. Ach so, weil er meinte. Oh. Hast du gedrückt, Lou? Ja. Did we die it? Ich weiß nicht. Nee, ich glaube, ja, aber dachte ich mir nämlich, dass wir es nicht geschafft haben. Ja, komisch. Gab es einen Rhythmus oder muss man einfach moschen? Ja, einfach mashen. Ja, hab ich gemacht. Aber nicht doll genug. Von dir war noch voll weit auf. Vielleicht ist es doch eher ein Rhythmus. Okay, das war einfach so komisch. Oh, that was a little too close for comfort. Ja, drei passt aber. Freitag. Freitag, Samstag. Und Dienstag. Dienstag heute. The microphone! Congratulations! Now, only the lights are lit! Keep on going! Oh, geil, Launchpads. Alter, nice. I played with these a Yeah? Well, show me your skills then. Well, you try too. It's fun to make music together. Yeah, it's a sequencer. All right. Let's make a hit, yo. Woo! Ja, du musst halt, wenn du genug Buttons drückst, also das Kabel wird immer voller und wenn es voll ist, dann wird der Sequencer auch abgespielt. Also mein. Okay, die Melodie finde ich nice. Okay, was haben wir hier? Cowbells. Brauch schon mehr. Jetzt noch. Nee, der ist nicht gut. Rudi, jetzt mach doch noch zwei Dinge an. Hä, der ist doch voll. Nein, ist er nicht. Kann ich bei dem etwa auf der gleichen Höhe noch welche machen? Du kannst bei allen auf der gleichen Höhe mehr machen. Nee, bei dem Sequencer hinten nicht. Dann noch eins vor mir. Ja. Nice, wir haben gerade den Soundtrack für das nächste Level gebaut. Geil. Das sieht so fancy aus. Sieht so im Boden auf. Oh, May, look, that spotlight must be for you. No thanks. Come on, May, you deserve to be in the spotlight. No, Cody, I prefer to control the spotlight. Now get down there. Okay. I guess it's my time to shine.
Oh Gott, was passiert jetzt? Oh. It's really dark in here. Hey, 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 lights on me. I've got you covered, Cody. Keep going. Okay, sobald ich in der und weiter. Okay, sobald ich in der Darkness bin, kriege ich auf die Schnauze. Hey, I can't see. We're making progress. Okay, was soll ich anders tun? Oh. Hey, how about our... Ich hab nicht verstanden, was mit da geht. So, ich glaube. Ja, ich glaube, das da rechts ist halt ein Button, oder? Ja. Dann leuchte da mal kurz hin. Dann können wir ja sehen, was das ist. Ah! Ah! Ah. Schnell! Schnell! Wow, May! Two lights? You okay. Sure you got this? Oh, nice. Alright. I trust you. Oh Leute. Oh Scheiße. Nee, oh nein, mach das nicht! Okay. Okay, warum ist das denn die Caden, Alter? Jetzt bleibst du erstmal da drin. Bitte töte mich nicht! Ich... Achso, warte, hier geht's jetzt lang. Gerade dem eben ist es angeblieben nach dem Licht. Ja, da hatten wir aber auch nur noch eins und Ding, deswegen. Ja, aber das ist komisch, dass es da eine andere Regel ist. Aber du hast doch gesehen, dass der Schlauch wieder alle wird. Ja, ja, und dann bin ich auch zurückgegangen und dann warst du schon tot. Und los, los. Ja, ja, gut. Nice. So, das kann man jetzt nicht. Okay. Oh! Ups. Ah. Nice. Warte, bleib mal im Roten drin. So. Ja, jetzt musst du schnell machen. Okay, weiter geht's. Ja. Okay, warte, gehen wir mit dem anderen Licht nach vorne, okay. Weil da vorne ist gleich auf jeden Fall irgendwo das Ding zu Ende, glaube ich. Ja, okay, bis dahin kann ich. Los. Alrighty. Das ist ein Jump. Jetzt geht es weit. Oh, go. Hey, I see a light switch! Oh, cool. Ajo. Ajo. Mein Team mit der Papp-3D-Brille. Bisschen weird, dass das dann gelb ist. Oh, shoot. Cody? Oh, lol. Goodbye. Hey, warte mal, wenn man noch rot und grün mischt, ist es doch nicht gelb. Ist doch nur blau und grün mischt. Oh, hey, May, look. Tja, anscheinend ist alles anders. Okay, diese Lichtfarbregeln hab ich noch nicht richtig verstanden. But what else do we need? I am not getting on that stage. Come on, May. You used to love to sing. No, it was just a silly hobby. Oh, no, it wasn't just a silly hobby. You used to sing in front of a lot of people with, like, musicians and stuff, remember? Ha! Thank you, Cody! That's what's missing, musicians! Now! Yeah! Go and find an orchestra! Oh, direkt Schachspiel, Lou! Okay, okay. Wenn das jetzt ein Minigame ist, einfach straight up Schach. Los, let's go! What? Let's go! And it's not trying to kill us this time. Oh, warte mal. No, I'm not good at chess. Willst du mit Zeit? Infinite Game, Alter. Nein, das ist nur wegen der Zeit. Willst du mit Zeit spielen? Ja, mach quick, oder? Okay. Okay. Okay, ist einfach wirklich einfach schon. Then you'll have to wait forever. Oh, ich fang mal an, ne? Glaub ich. Ja. Okay, man hat tatsächlich gar nicht mal so lange Zeit. Sie.
Gut, dass ich vorhin noch Schach gespielt habe. Gut, dass ich gar nicht mehr so gut bin in Schach. Gut. Ah, Scheiße. Das war das. Okay. Hatten wir das auch erledigt? Danke, danke, Mann. Ach, Lu. Ich hab dich gerne. Ach so, das ist so rum, ah, ja. Kleines Schiff am Watt. Oh. Du bist Lautstärke. Ach. Ne, ich bin der Sender, oder? Ne, ich bin Sender. Okay. Oh nein, was ist das für ein Apparatus? Geh ich mal drauf. Damn red buttons. Warum baut man sowas? Jo. Müssen wir hier lang? Ah ne, wir müssen da lang dann. Wir müssen da runter, ja, aber geil, dass man. Oh, da ist auch noch ein Big Red Button. Oh, yo! And one chair. Reise nach Jerusalem! Ah, geil! Oh, I was the best at this in school. I bet you were knocked out first. Muss man sich selber machen. Was muss man drücken? Ich weiß es nicht. Hä? Nice. Also das auf dem Stuhl ist dann halt ein Knopf. Ja, ja, aber du bist einfach nur stehen geblieben und ich bin weggepufft. Ja, ja, keine Ahnung, das war echt blöd. Aber wahrscheinlich, ich glaube, du hast schon falschen Knopf gedrückt, oder? Wahrscheinlich, ja. Ah, fuck. Not quick enough there, May. Okay, jetzt bin ich heiß. Hä, wieso hab ich den Punkt? Warum hast du den Punkt? Hello! Okay! Was? Kein Problem! Hä? Oh, ich wurde gewonnen! Hä? Okay, 2 Punkte Abzug. Alter, was für ein Quatsch! Was ist das für ein Button hier? What, that's it? Hier sind noch CDs. Er ist underwhelmed. Hey, nichts passiert einfach, oder? Nö. Alter, ich bin richtig empört jetzt. Gosh, we have a lot of books up here. Wish I had time to read. Ja, hat wohl der bessere Spieler gewonnen, der Lou. Genau. Jesus Christ. Cooking easy dinners. Was ist denn der? Flight of the Barnes? Achso, Flight of the Barnes. Hallo. Aber als Buch dieses Mal. Oh, warte mal, hier ist ein Notenblatt. Kann man erkennen, was das ist? Warum haben die so oft das gleiche Buch, Mann? Classic Children's Stories. Alter. Ja, OG. Aus dem OG-Verlag. Ja. Der Beste seiner Art. Oh, okay, wir gehen jetzt in Heaven rein. Alles klar, Music. Ja, wir müssen aufhören, so zu reden, Lu, sonst guckt sich das keiner auf YouTube an. Immer so, ja, wir reden immer ja, so. Wir reden wir immer, wenn wir miteinander reden, Henne. Das stimmt halt leider wirklich. Es ist halt echt so. Instruments. Nice. Let's try them out. Ich habe heute eine Podcast-Folge
von dem Mitverachtung-Podcast gehört. Große Empfehlung. Das ist der Podcast von Casper und Drangsal, aber es geht überhaupt nicht über Musik, die haben einfach nur Scheiße. Und da gibt es einfach zwei Folgen, in denen Casper jedes B durch ein C, jedes C durch ein B ersetzt. Was nochmal, wer? Was durch B durch C ersetzt? Casper, immer wenn er halt einen Satz sagt, ein Wort sagt mit dem C drin, sagt er halt Touristen mit B. Und dann sagt er, ja, ich bin Casper. Das ist ganz schön brazy. Aber guck mal, wie geil. Oh, warte, ich komm auch, dann. Man of my refined tastes appreciates these best. Geil, da haben die auch echt viel Scheiße mit Mucke gemacht, ey. Oh. Okay, weg. Okay. Okay, warte mal. Schade. Oh. Warte mal. Ah, da. Ja, du bist halt ein bisschen zu fett. Bock. Alter. Oh no. Oh Gott. Okay, schauen wir, geht's weiter hier. Oh yo! Bist du hier unten? Ja. Ah, hier kommen wir wieder raus. Okay. Oh, warte mal, kann ich mich dann auf die Löcher setzen und dann. Nee, es kommt ja raus, aber es kommt schon für so. Jo. Ja, Kinder, so sieht es übrigens in einem Klavier aus. Genau so. Ja, in jedem Klavier liegt eine Flöte. Das ist jetzt sein, dieses Hole gedroppt. Oh, jo, grüß dich. Oh, das ist der Evil Boy. Oh Gott. Okay. Ja, du musst. Guck mal, hier, der ist ja erhöht. Ah, okay. So, what's the deal? Ah, ducken! Können wir uns ducken? Nee, ich hab mich geduckt. Ah, okay, dann. Ah, ich kann den shielden. Du musst dann hinter mir bleiben. I got this. Warte. Follow me. Lead the way. Okay, du machst einfach so ein richtiges Loch einfach in dieser. Alles. Einfach ein dickes Akkordeon. Oh, diese übelst tiefe Orgelinkantation. Mach halt auch so geile Spielereien mit der Mucke und so, dass die lauter wird dann, je näher man den Instrument. Mm. Ah ja, das ist wieder so eine. Hm? Werden wir jetzt da rausgetradet? Ja. Das
Also wenn hier kein Didgeridoo vorkommt, bin ich mad. Kadoo? Oh, hab ich hier irgendwo rumliegen? Es gibt von Genetik bei Yesterday, da haben wir auch ein Kazoo gesammelt und es ist so ein geiler Beat. I guess we must be in heaven. It's even an orchestra pit. Yeah, but where's the orchestra? Wo sind die Engels? Hello? Anybody there? Ach nee. We must have gone home for the day. Let's just cancel the whole thing. No, 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 May! You have to bring the orchestra to your concert! But they have been kidnapped. Look! Over there! Look, look, look! Kidnapped by the devil. Alter, dass die einfach. Das macht mich so fertig, dass es lila ist. Right, huh? Exactly! But now! You have to go and save the orchestra. Wenn du bei Dark Souls... Wenn es wenigstens diese Akzentfarbe, dieses Gelb von dem Cover wäre, dann wäre das irgendwie noch aesthetically pleasing, aber so ist einfach nur aktiv hässlich. Als wenn du in dem, wenn du bei Dark Souls deinen eigenen Charakter stellen kannst und Gesichtsbehaarung eine eigene Farbe bekommen kannst. Wo gehen wir lang? Hier nach rechts, okay. Okay, wir können fliegen. Okay. Boy. Like an angel in heaven. Da müssen die Noten hier. Ah, okay, wir müssen die alle. Oh wow, gibt's da jetzt jedes Mal so Animationen? Jesus, ist das eine Steuerung? Hä, wie mit den Birdos? Steuerung sein Vater, ja, das habe ich auch schon nicht verstanden. Okay, hier, ich geb hier mal in die Trommel rein. Tür ist auf! Hier ist aber eine Trommel. Oh, das ist doch bestimmt ein Minispiel. Wo ist das? Ja. Kriegt man aber nur eine Trophy. Okay, was ist diese. Was ist das für ein Trip-Zelt einfach? Oh, wir fliegen jetzt. Okay, lass mal gucken, was hier passiert. Okay, richtiger High-Trip. Es wird immer mehr. Oh, Alter. Okay, ich glaube, ich bin schon eins weiter wie du, oder? Ja, weiter geht's, glaube ich, nicht. Ich glaube, es geht nicht weiter. Aber ihr hört schon alleine wieder auf, oder? Nee, du fliegst einfach wieder hoch. Ah, da war's wieder. Ja, ich glaube, hier passiert nichts weiter, aber es wild. Okay. Und direkt vorbei. Alter, hier fliegt ein Schwein. Okay, was? Kannst du. Oh, ich kann's boxen. Oh, shoot. Still into this thing. Sorry. Okay, ciao. Pego. Alter, sieht die Wolke geil aus. Richtige Chefwolke. You will never find them. Die haben auch Stöpsel. Die haben auch Robux, ja. Oh, yes, we will. Oh, sorry, Cloud. My bad. Oh, Cloud. No, wait. Look. Oh nein. In the fog. You will never get the keys. Okay. Ein paar Schweineteufel schnetzeln. Jetzt weint die Wolke einfach. So sad. Oh, yeah? Just laugh it up, crazy devils! Cause we're about to bring it! Okay, nicht so cool wie du dachtest, Cody. Rudy, keep hitting those clouds! Sorry, clouds! We need your tears to clear the fog! We need your tears, schon wieder! Okay, ich check die Mechanik nicht wirklich. Ich box hier einfach die Clouds. Ach, wenn du die boxst, dann fangen die an zu heulen. Wenn ich die box, dann wandern die. Ah, okay. Oh, warte mal, hier ist so ein. Das sieht aus wie ein Knöpfchen.
Ja, make die doch cry, Alter. Ja, aber die müssen. Ich dachte, die müssen vielleicht da rauf. Oh ja. Ja, hier, ich hab nämlich was gefunden. Ich hab Schlüssel. Ah, hier. Ja, einfach auf der anderen Seite. Ja, da. Oh, wow. Können wir die retten tun? Klicke die Klick. Das ist einfach nur Anzüge, okay, und Kleider. Cool, einfach. Ach so. Voll creepy. Schwarze Leute. Also. So schwarz gucken. Wie so Nazgul einfach. Ja, hier, voll das schöne Spiel und achso, macht Musik mit Nazgul. Oh, ein paar Schweine schlachten hier. Alter, hier ist ein Game. Oh, nice. Oh, geil. Ich komm. So, Blobby Volley. Oh no. Hey Cody, over here. Jump und smash. Okay. Dash to smash. Come on. Try me. Nice. Nice. Okay, ganz schön schwierig zu steuern. Ah, okay. Got it. Okay, scheiße. Okay, es kommt einfach noch ein Ball! Und nein, ich bin auf deiner Seite gefangen! Okay, wow! Hätte ich das gewusst. Okay, ich dash schon mal drunter durch. Einfach zu hüpfen. Du musst einfach hüpfen. Okay, komische Hit Detection. Ja, ganz seltsam. Also dieser Dash-Jump ist echt weird. Fuck. Oh nein. That was a killer. Oh. Oh, okay! Ja, ja. Okay, da kann ich nur einen verteidigen. Ja, die werden auch immer schneller. Okay, fuck, jetzt muss ich mich anstrengen. Ja, nice, egal. Kill. Vielleicht mach ich ja gleich einen Punkt und du gewinnst dann einfach. Ah, zu doll gedodged. Wir beide diese eine Note nicht schaffen. Oh, hier gibt's hier nochmal so ein Kifferzelt. Okay, ich hab ein Fliegeschwein gefunden. Oh, ich kenn das Grund. Oh, oh. I want to keep it. Can I keep it? Goal. Das hat sich gefreut. Jetzt gehen wir wieder weg. Hallo, ich bin versteckt. Oh. Hihihi. Das hier ist doch auch ein so ein Apparatus, Alter. Oh, will this tell me my fortune? I'm feeling lucky. Und was wird passieren? Nichts.
Oh no. Ach, das ist schon wieder so ein scheiß Mörderapparat, ey. Über den Eichhörnchen. Was ist das für ein Vernichtungslaser? Ich weiß nicht. Oh nein! Ist wirklich Vernichtungslaser? Was kommt jetzt? Feuer? Wow, Alter, wie knapp kann's sein? Oh! Okay, und nochmal Eis. Oh nein, oh, das wow. Ist... Oh nein. Du musst noch mal Eis jetzt machen. Okay, so, alles gesehen. Was tust du da? Ah, dieses scheiß Amarillo, ey. The orchestra. Yeah, excuse me. Devils? Yeah. We're gonna need to borrow that orchestra that you got locked up in there. We will never let them out. Okay, dann seid halt Assholes. Let's get those keys. Okay, okay, also. kleiner Dogfight jetzt hier oder was? Hast du den Key? Nice. Oh, aber die snacken den von einem wieder weg. Oh, okay. Okay, ich hab einen. Wo ist denn der andere? Ganz oben. Ah, okay. Oh nein! Du Fettsack! Abgelehnt. Okay, der andere ist ganz oben, sagst du, ja? Ich hab den. Okay, ja, warte, ich komm runter. Nice. So, dass wir jetzt unsere Schlüssel getauscht haben. Easy. Die Nazgul sind vereint. Geil. Nazgul sind Konzert. Oh. Es sind nicht die Ringgeister, sondern die Klinggeister. Oh, die Klinggeister! Nice! Okay, jetzt müssen wir heftig kontakten. It's pretty impressive, right? I've never sung with a group as big as this before. Don't worry, it'll be fine. No. It will not be fine. It will be fantastico! Jetzt sperrt er mich wieder ein, einfach. Ihr habt's nicht schnell genug gemacht, macht's nochmal! Das war mir nicht fantastisch genug. Okay, wie möchte sie die Querflöte spielen, wenn sie nicht reinpusten kann ohne Kopf? Da spielt auch eine Trompete. Oh, no, not an audience. Hey, yeah. Do you want the last letter piece or not? Hey, that's blackmail. No. Doch. Okay. You got it. Okay, das ist leider witzig. So, are you two a team? Alter, Leon Funk, Mann, da möchte ich jetzt sein. Let's get that audience. Warum ist sie eigentlich so unsupportive of her own dreams? Weißt du, er ist so in seinem Garten, war so, oh nein, scheiße, hier sieht's voll kacke aus, ich will hier wieder mehr tun. Alter, und sie so, hier kann man gucken. Oh, geil. Oh, it's more of our family photos. Aww. You were really the best with Rose. Look how she loves being with her mom.
Doggo! Oh, der Doggo! Oh, da ist noch ein anderes Kind. Ja, weil sie halt mit einem anderen Kind spielen. We used to really have lots of fun together, huh? Ja, Assassin's Creed. We did. Wir sind rumklettern. Prachi, okay, cool. Okay, das ist voll traurig. So nett. Oh, ihr seht doch ein Videospiel für uns. Oh, sweet! An Arcade! May, let's check it out! May, komm hey, May, doch! Komm hier! Okay, sofort. Mumbleboon! Hey, chicken out! Come on, PJ. Let's go. We've got an adventure to go on. Come on. This way. Oh, PJ. Lu. Alter, das ist voll süß. Sie redet beide Stimmen. Okay, ja, warte, ich komme jetzt erstmal zu dir und dann explore ich hier die Mumbleboon Storyline. Mumbleboon war naughty, hat sie doch gerade gesagt. Oh, grab the other side. Was ist das hier? Dreckronner. Dreckronner. Oh, ist das jetzt so das Tron-Game? Hier, Lightrunner? Nee, oh! Ah, glaub, oh! Nee, eher so Audio-Surf. Ja, genau. This feels so nostalgic. Geile yeah. Mucke, ich hab richtig Bock! You mean like how I'm going to right now? Hä? Okay. Ist einfach, man rennt. Ah, okay, ab. Man muss springen und nur die Seiten wechseln. Ich dachte, man muss. Ah, man kann nicht mit dem Joy-Kreuz machen, das wäre schädlich. Hey, der Boomer! Fuck. Okay, wow, sie sagt Boomer! Ah! Oh! Oh nein! Ah, damn. Winning is a habit. Don't make bragging a habit. Which normal. Oh nee. Okay. Ist voll süß. Ich rede einfach mit Mumbleboon. So, hey Mumbleboon, let's play something. Oh yeah. Oh, what are these things? I wonder if I can beat my high score. Nice. Kannst du auch einmal nur drauf gehen oder musst du die stompen? Oh. One of my letters. Oh, Lu. Ich lass sie erstmal machen. White. Okay, kein Bock mehr. Du weißt, was ich hier gefunden hab? Ja, les mal vor. Das ist ein Liebesbrief an May. Oh! May, I miss you and long for you every minute of the day. The only time I'm not missing you is when I'm asleep. But then I'm dreaming about you too. The first time I heard you sing, I knew you were the one. Thank you for being. Oh, I remember this one. Oh, mach doch nicht so einen geilen Funkbanger an. Ja, sorry. Thank you for being you and for the pep talk. I know I can make it now. I think the coolest thing I've done in life is to find you. Love you forever, Cody. Jetzt der Funkbanger. Geil, mach mal. Yeah, working. Nein, mach nicht auf 45. Danke. Geilo. Komm, ich mach hier ein bisschen Feuerwerk.
Guck mal, Dinge, die man nicht mit Schallplatten machen sollte. Was? Überhaupt keine Ahnung, wo hier ein Feuerwerk stattgefunden hat, gerade irgendwie. Okay, ich brauche auf jeden Fall diesen Song. Schon alle, ich hab schon alles alle gemacht. Schon alles weggebangt. Okay, dann. Okay, let's go. Dip it. Oh, yo, hier ist der Club. Oh. Einfach so Knicklichter. Hey, hey, buddy, over here. What's up? Sind wir auf der Liste? Sorry, kids, no minors. Kids? No, 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 no. We're just small and size, that's all. Yeah, right. Get out of here, kiddo. Excuse me, we are adults. You have some ID? No, we left it at home. That's what they all say. Geil, jetzt wird richtig in den Club gesmuggelt. Glowstick, they're with me. Dr. Akeem, my bro, they're with you? Yeah, yeah, yeah. My bro. Come on. Sorry about that. Welcome to the club. Enjoy the evening. VIP's coming through. Es wird heute die Nacht, die Nächte im Club. Im Club. Wie er Stress mit dem Türsteher sucht, ey. Oh, yo, Rainbow Road. Was ist das für ein Club, ey? Ist ja richtig wild. Einfach in der Schlange hat ihn einer mit Pappe in den Nacken geknüpft. Let's go. Ich geh links. Okay, warum glitscht man auch so? Okay, okay, ist ja nur geil. Hey, you know, this place reminds me of something else. Oh yeah, it does. Ja, aber was? Was meinen Sie? Let's try again. Einmal im Ferienlager? Juhu! Jetzt ist hier andere Farben dran. Oh, oh. We'll see how long you can keep that lead. Yeah, start. Oh, Leute. Der war ein bisschen zu doll, der Boost. Einer zu voll ab. It's a me. Cody. Wow. Netter Mario Gag. Okay, ist das halt wirklich Regenbogengraserei? Was ist hier los? Raserei. Oh nee, ich bin hier nicht gejammt. Aber ist das, warum jetzt hier durch so eine E-Mail durch? Okay, das ist ja einfach nur schön, Leute. Boah, yo, dieses Auge sieht richtig aus nach Pumper. Da kommst du jetzt auch noch hin. Pumper auch ein goldes Spiel, ey. Singi. Ich bin einfach drüber gejumpt. Ja, aber du musst mich hier durchsingen, bitte. Ach so. Okay. Impressive sliding, Cody. It's a skill I take pride in. But that was a lot of fun. Oh, wow. Oh, das war knapp. Ach nee, wie im Jump Tower. Oh Gott. Ach Digga, der Slap Bass. Okay, warum ist hier. War hier erst so geiler Rock-Shit und dann so. Jetzt so geiler Funk-Shit? Und wir haben aber so Orchestermusik-Quatsch. Weil das Spiel weiß, was gut ist. Oh shit. Halt, warte auf mich. This is the weirdest nightclub I've ever been to. Und jetzt, danke. Awesome. Oh nein! Ah, hallo! Lol.
Okay, ich bin hinter dir gespawnt, tschüss. Ah, jo, okay, ciao. Hey, Disco Mac Bally Face. Ah, okay. One more time. Ja, klar. Okay, geilo. Whoa, it's rolling. Move it, move it. Dance, dance, Cody. Stop teasing me. You said you wanted to party. Yeah, but not. Okay, die Mucke schockt mich richtig an. Okay, fuck, man kann auch vorne runterfallen. Oh Gott. Okay, ich bin richtig gehuckt. Warum ist 80s Synthwave einfach so eine geile Musik? Weil die da einfach eine Sache gemacht haben und nicht 15 ineinander gewurstelt. Oh fuck. Yo, yo. Digga, plötzlich ging das da kaputt, das hat mich richtig verwirrt. Okay, jetzt können wir den Song nochmal hören, das war meine eigentliche Intention. Die Löcher spawnen doch auch random, oder? Die kreisen doch nicht tatsächlich. Oh. Doch, ich glaube schon, dass die mitkreisen. Doubt. Ja, okay, wahrscheinlich eher nicht. Das ist immer noch da. Doch, die bleiben tatsächlich da. Ich hab mal geguckt, es ist nämlich eins oben am, da wo die Spiegel zusammenlaufen, ist immer noch eins. Alter, das muss überleben! Oh, Alter, okay, warum ist es so schwierig? Alter, das ist echt schwer. Ja, dann müssen wir den Song wohl nochmal hören. Ja, vor allem, also ein bisschen nervig, dass der Checkpoint hier ist, wo es echt noch nicht so schwierig ist. Okay. Ich muss direkt an Sat1 Superball denken, ey. Ah, yo. Das war ich immer richtig geil. Superball und Hugo. Der Superball war irgendwie so ein bisschen die Lame-Version von Hugo. Ja. Einfach Leute abrippen mit dem Telefon, mit dem Delay an der Telefonleitung. Kein Problem. Gott, ich bin halt immer schon halb tot, wenn wieder ankommen. Oh, okay, man redet ja Aua. Okay, ich hab nur noch ein HP. Okay, jetzt halt ich mich. Out of here, Spiel ist gekauft. Okay, ciao. Okay, ich hab direkt wieder Bock, in einen geilen Club zu gehen. Oh. Ich hab vor allen Dingen Bock, so einen Club aufzumachen. So ein bunte Lichter Funk Club. Einfach so ein Club, wo man einfach nur so einen ganz langen Gang lang geht mit so komischen Lichtern. Oh no. Nice. Oh, die Steuerung ist verrückt. Ein bisschen brave. Yeah, this is exciting. Okay, aber wir kommen jetzt einfach da oben an. Ich dachte, man spielt jetzt so ein horrible Dings, wo da so Laser kommen oder so ein Shit. Das ist auch eine geile Idee mit dem Glowstick, Alter. Oh yo, wir sind jetzt Daft Punk. Hey,
Hey, we didn't do anything. Das wäre so witzig, wenn die jetzt so Helme aufziehen würden. Okay, baby, groove it. Woohoo! Come on, glow sticks. Dance with me. What are you doing? Where are you going? Come on, glow sticks. Hey, Cody, May! Play some music. Make them dance. Maybe they will if you leave the dance floor. Yeah, dude, seriously, I think you're scaring them. No way, baby. I'm killing it. Can't you see my hip gyrations? Woo! Oh, please stop. Oh, boy. Alter, der Zoom auf sein Ass. Der Book Ass. Look at this. Right, left, right, left. But to make the audience dance, you need to play the music. Get the audience on the floor. Let's DJ, baby. Hab ich Bock drauf. Hab ich richtig Bock drauf. Ah, jo. Oh, ein bisschen Dancy Dance. Willst du Spin? Nein, ich bin Nebelmaschine! Scheiße. Warte, hier hinten geht's weiter. Also ein paar Regler drehen so. Okay. Oh yeah! Okay, ich find's richtig gut. Okay, genug gedanced, das müssen wir machen. Dancy Dance. Was ist hier eigentlich los? Ich würde zwar, guck mal, beim Airshow dreht sich den Booty und du machst so richtig hippe Dance-Moves. Und er macht aber den sexy Dance. Fuck boy, Cody, Alter. Ladies and gentlemen, DJ ich will auch mal hier drücken. Ah, da unten. Ah, zu spät. Ja, ich hab das nicht gesehen, wegen, weil sie gesprochen haben. Oh, wow. Okay, ich turn die einfach so weg und auf. Wieso ist jetzt hier Disco-Time? Hallo, Chiaro. Ah, ja. Ja, letztes Mal sind wir. Oh, Jesus Christus. Oh, ich muss mal erwähnen, dass ich Dinge liebe. Also, das Rennspiel, in dem man durch eine Tür fährt, in der Richtung. Genau, letztes Mal sind wir Codys Passion nachgegangen, der Gärtnerei. Und jetzt gehen wir Mays Passion nach. Musik. Und dafür brauchen wir ein Publikum und das ist irgendwie. Das klauen wir jetzt aus diesem Club. Weil Menschendiebstahl ist immer gut, wenn es um Musik geht. Ich bin nicht zitierfähig. Oh, scheiße. Oh. Alter, wo bin ich jetzt? Bist in Space, Digga. Wow. This is amazing. Okay. Absolutely incredible. Oh, incredible. Warum ist man hier die ganze Zeit so krass am Trippen? Auch eben im Himmel, als wir in diesem Zelt saßen. Einfach dieses Ballerzelt. Heftiger Moment. Okay, bei ihr ist es einfach sowas. Bei anderen waren wir halt Blumen und da waren Käfer. Oh,
Hey, habt ihr einen guten Trip gehabt? Oh, guck mal, da ist so ein Couple in der Mitte. Are you ready for your performance, May? Are we still missing something? No, we got everything we need. It's showtime, baby. Woo! You hear that, May? You hear the anticipation? I haven't performed in front of an audience for ages. May, it'll be fine. Just think of them all in their underwear. Of course, I've got Schminkspiegel. That would make you relax. Got it. Let's go prep the stage. Okay, Buck. Hey, May. Buck. Break a leg. Warum sind Cody und Spooky plötzlich so Bros, Alter? May, it doesn't have to be perfect, you know. Oh, yes, it does. If it's not perfect, I'll let them down. No, oh, this is me now. You're seeing from your heart. You weren't born to be perfect. You were born to be you. Möchte aber lieber perfekt sein als ich. Du schaffst es, Lou. Ich glaube an dich. Lieb dich trotzdem. Außerdem erinnere dich, wie du mit mir im Molotow Figo Dick abgerissen hast bei DJ. Ja, da DJ war ich auch nicht ich, sondern 80% Rakete. Und weißt du, wer auch da war? DJ Wasted. Alter, was ist jetzt hier für eine Solo-Experience plötzlich? Muss sich schminken. Kannst doch nichts machen. Das ist jetzt der Walk to the Stage. Alter, cool, hallo. Jess Rob. Jess Roby. The one and only. From the heart. Fiona's Midnight Pixies. Cool. Die Young Boulders. Wahrscheinlich. Oh, jetzt muss ich gehen. Lou, ich glaube an dich. Whoa. This is gonna be special. Bist du bereit, Lou? Ist geil, wenn das Publikum einfach die Lightshow ist. Aber ich mache jetzt noch das richtige Light an. Geil, FG16, FG15, mein Lieblingsalbum von den Crash and Burns. Crash and Burn, also. FG16, FG15. Das ist eine Scheiße. Absolute Goldschallplatte aus dem Jahr. Okay, Lou, viel Spaß on stage. Worldbook, einmal in normal und einmal in easy kleiner gezogen, dadurch ist die Stifte nicht zerfickt worden. Vehicle Maintenance. Okay, hallo. Guys. Viel Spaß. Hi, guys. Oh, das wird jetzt bestimmt richtig schön. Ich bin jetzt still. Come on, May. You can do this. I believe in you. Come on.
found your favorite song. You can listen to it when you feel better. I love you, Mom. Kurz die Mikrofontextur geladen. You can do this, May. I know you can. Beautiful, May. Thank you. Rose! Cody! May! It worked! Yeah, we're back! Where's Rose? I don't know. Rose?
Rose. Hey. What? A letter. Dear Mum and Dad, I'm sorry that I did this to you. I know how to make everything good again. All you have to do is stop fighting. I know I'm not a perfect daughter. Wait, what? I'm sorry I don't like to brush my teeth. I'm sorry I read books after bedtime. I'm sorry I don't put my toys where they should be. I know it's my fault you want to divorce. She's blaming herself. She thinks it's her fault. I'll leave you alone so you can become friends again. You should be friends. I love you, Mum. I love you, Dad. P.S. I have my pocket money to buy a bus ticket. Don't worry. I packed a sandwich and a lollipop. Oh, no. Rose. Rose! Sweetie! I'm so sorry. Don't worry about me. You can go home. No. Rose, honey, it's not your fault. We've been fighting. It isn't. No, Rose. It was never your fault. Okay. So, does that mean you can become friends again? Honey, listen, whatever happens, your mom and me, we will always be there for you. And we'll always love you. Always. Okay. Come here. Where did you find this? I found it at school. In a trash can. Well, I'm glad you did. Sometimes you can find real treasures in the trash. Come on. Let's go home. Okay, so Rose, if your mom had to fight an aggressive squirrel double her size, who do you think would win? Mom, of course. You're right. And that's why I like to hang out with her. Cody, I used to think you were completely irrational. But I have to say, you make more sense now. Oh, ist das schön. Auch wenn ich diesen Turn am Ende richtig dark fand, ey. Trophy earned, it took two. Oh. Ich schreibe gerade nicht das Buch mitnehmen. Ja, ich habe kein Achievement bekommen. Mitten bei Sunny Robinson. Ja, wow. Schöne Experience. Boon. Oh oh. Oh no. Ach, die wilde Kuckucksuhr. Alter, die Kuckucksuhr war so schön, Mann. Eiswelt war auch schön. Ja, die Kuckucksuhr war einfach, also vom, tatsächlich einfach von der Grafik her richtig heftig. Die war echt wild. Ach, dieses ganze Dorf, also der Bossfight, eine Sache auch, dieses ganze Dorf, was sie da gebaut haben. Ah, jo, stimmt. Dr. Hakim und Cody waren der gleiche Sprecher? Holy fuck. Wow. Ja.
Was? Okay, das ist ganz schön laut. Krass, der gleiche Sprecher? Die waren doch voll unterschiedlich. Ja, ich hab's auch gedacht. Heftig, ey. Ja, puh. Collision Design einfach 5 Stück. Aber nur ein Additional Animator. Ja, weil die halt im Studio irgendwie 18 hatten oder so. Ja, legal. Legal. Die sind alle dafür zuständig, dass die Oscars nicht Joseph Ferris verklagen. Ach guck mal, da sind die anderen Animators. Music Credits, Moonlight Boogie. Okay, einfach nur ein einziger Song war copyrighted. Lizenziert. Alles andere war self-made, krass. Ah, Victor Leonhofut, wer kennt ihn nicht? Und Viggo D'Antoni Wallin. Also, let's be real. Als sie das Spiel angefangen haben zu spielen, war eigentlich klar, dass die am Ende wieder zusammenkommen. Ja, das stimmt. Also und das ist aber auch okay. Und on the other hand würde ich jedem im Chat deshalb empfehlen, einfach jetzt ein Jahr lang nichts mit diesem Spiel zu tun zu haben und es dann einfach selber zu spielen. Ja. Weil bis dahin habt ihr die Hälfte der Settings und Mechaniken vergessen. Die Overall-Story ist eh nicht so mega mind-blowing. Und dann könnt ihr dieses Spiel spielen. Es ist sehr fantastisch. Ich bin höchst begeistert und schreibe jetzt dann gleich meine Review fertig. Und dann geht die online, aber ja, Score ist ja klar. Oh. Hatten wir nicht bei Dings auch 10 von 10? Ich glaube 9 von 10, weil es ein bisschen technical. Ja, da gab's, stimmt, da gab's ein bisschen Technicalities, die man beanstanden konnte. Also, es ist halt immer die Frage. Für mich ist halt 10 von 10, also es gibt kein perfektes Spiel so, aber ich bewerte halt die Experience so. Und das hat auch ein paar technische Sachen, die haben aber nicht die Experience, also verwüsten. Die Erfahrung verschlechtert so. Und ja, bei und vor allen Dingen. A Way Out war das teilweise halt so arg, dass es schon ein bisschen die Immersion gebreakt hat. Ja. Ja, wenn du überlegst, also wir hatten ja hier, also Momente, wo es technisch irgendwie kurz Hickhack gab, die hast du dann ja auch tendenziell provozieren müssen. Also diese Idee, dass. Also einmal bin ich halt festgehangen, aber. Ja, wow. Genau. So. Aber auch da, also das ist halt wahrscheinlich so one in a million. So, weil alle ja, anderen. Ja, das ist halt wahrscheinlich nächste Woche gepatcht, also. Ja, genau. So, wenn überhaupt, weil niemand wahrscheinlich auf die Idee kommt, da irgendwie blöd zu springen oder blöd zu fallen oder so, aber das ist halt das Ding, also die Fehler, die es wahrscheinlich noch gibt, die wir jetzt nicht gefunden haben, die musst du halt wirklich provozieren und suchen. Ja, so. Ja, ja, also und sonst war ja alles smooth, es gab keine Hammer. Komischen Audio-Bugs und so ein Shit. Nee. Irgendwie. Man ist nirgendwo durchgeglitscht, irgendeine durch den Boden Mechanik irgendwie nicht sauber angefühlt oder so, das war nicht alles cool. Ja, du merkst halt einfach, also ich denke mal so bei 10 von 10, so natürlich sollte es dann alles so fehlerfrei wie möglich sein, aber auch einfach diese Idee, dass du halt nichts da drin hast, was halt irgendwie auch gezweckt ist. So, also du hast wirklich das Gefühl gehabt, dass jede Etappe dieses Spiels ist halt so durchdacht und so mit Liebe und Detail gefüllt. So, selbst also Areale. Halt ja? Bis. Also auch halt zwischen den Streams dachte ich, hatte ich immer Bock, das weiterzuspielen. Ich hatte nie genug so davon. Ja. Also ich fand's einfach geil. Monkey schreibt gerade noch, einziger Kritikpunkt vielleicht die Balance zwischen Humor und abgedrehtem zu ernster Story, manchmal etwas unausgewogen. Ja, aber das ist halt glaube ich auch ein bisschen
eine Geschmacksfrage einfach. Also ich fand's. Ja. Also ich fand's eigentlich okay. Ich hätte, also ich glaube, mir jetzt nicht so gut gefallen, wenn es ernster gewesen wäre. Ja, also ich verstehe schon, was du meinst, Monkey. So, aber ich glaube, also ich habe das Gefühl, dass sie es damit eigentlich perfekt getroffen haben, weil so ein bisschen auch, also auch die Fallhöhe dann immer ganz gut gegeben war. Also dass zum Beispiel jetzt im Ende, wo es ja alles so fulminant und schön ist, dass sie halt wiederkommen und Rose halt geht, weil sie halt denkt, dass sie ja an allem schuld ist. Da gab es jetzt das Taktgefühl, da war jetzt kein dummer Joke noch. Nee, aber gerade das Ding, das ist halt so, es ist halt mega bunt und alles ist wild und dann ist es halt voll schön und dann ist dieses eigentliche Ende, wo du denkst, dass sie halt zusammen sind, so, da kommt halt am Ende nochmal dieser Twist, dass halt das Kind, was ja auch jetzt nicht von ungefähr ist, dass ein Kind denkt, dass es selbst schuld an dem Schicksal seiner Eltern ist. So, und auch zwischendurch, also... Scale darf in keine, ich würde es nicht verändern wollen. So. Es kommt halt, glaube ich, auch darauf an, mit wem man das spielt. Also wir sind halt auch einfach sehr quatschige Dudes zusammen. So. Ja. Wenn ich das jetzt mit, keine Ahnung, weiß ich nicht, meiner Mutter spielen würde oder mit meinem Vater, würde ich halt eher A Way Out spielen, so. Das ist halt irgendwie stimmungsmäßig ein bisschen ernster und ein bisschen weniger cranked up funny jokes zwischendurch. Aber ja, keine Ahnung. Also, das ist ja immer die Frage einer Review. Ich kann halt die Erfahrung jetzt bewerten, die ich erlebt habe. Und das ist halt die Erfahrung, das mit Händen zu spielen. Und versuche natürlich. Also versuche natürlich den Fakt auszublenden, dass ich das mit Hände gespielt habe, weil wir könnten wahrscheinlich auch irgendein Trash-Spiel aus PS Plus zusammen spielen und hätten einfach spaßige Zeit, das legt dann aber nicht an. Die Zeit unseres Lebens, so. Ja. Also, genau, deswegen. Das war schon gut. Das ist auch wieder so ein Spiel, jetzt wo es durch ist, so es schwingt halt noch so ein bisschen nach. So, es ist dann nicht einfach vorbei, sondern da geht nochmal alles, was man so gemacht hat, geht halt durch. So das Ding mit den Eichhörnchen und den Bienen, dieses Urlevel, das Schneelevel, der Garten, die Musik, der Staubsauger ganz am Anfang, dem wir die Augen ausgesaugt haben, weil wir einfach evil sind. So... Weil es sind einfach so viele Momente, die dieses Spiel halt auch einfach, also es bleibt ja halt einfach erhalten. So, deswegen sagt Lou auch, wenn ihr spielen wollt und es jetzt aber geguckt habt bei uns, dann lasst es erstmal ein bisschen liegen und freut euch dann darauf, das irgendwann wieder auszupacken. Setzt euch irgendwie ein Reminder an euer Handy, sagt hier am 8. April 2022, hoffentlich wenn die Pandemie vorbei ist, könnt ihr es im Couch-Koop spielen. Und ja, weil es ist einfach... Und dann halt auch mit jemandem, der es nicht kennt, ist auch immer schön dann ja. Einfach das... Es ist einfach krass, weil also. So jeder Punkt along the way einfach gut ist. Mit Liebe gefüllt, mit Ideenreichtum und Gedanken gefüllt so. Und ja. Ja, kein Fett einfach. Es war ja. Auch kein Level zu lang irgendwie. Es war irgendwie immer geil. Also ich bin ein sehr, sehr großer Fan. Ich finde eh geil, was Hazelight macht. Also, dass die überhaupt dieses Koop, Forced Koop irgendwie bedienen und das so quasi ihre Zielgruppe schon so einschränken damit und dann gleichzeitig dem zweiten Spieler auch noch das Spiel schenken und so, das ist irgendwie alles sehr cool und macht halt irgendwie sonst keiner und da machen sie es halt auch noch sehr gut. Also, ich bin echt... Find's richtig geil. Ja, yep, ich sage das. Ich unterstreiche das. Oh boy. Guti. Ja, das war's von uns erstmal, I guess. Jo. So wird's sein. Genau, gibt's alles auf YouTube. Das werdet ihr wissen, wenn ihr das guckt und das jetzt gerade hört, dass es das auf YouTube gibt. Lou's Review kommt demnächst.
Das ja, also ist... wahrscheinlich am Wochenende irgendwann. Ja, dann könnt ihr da auf jeden Fall auch nochmal alles nachlesen. Und ja. Guti. Ich würde sagen, das war Lunini. Oh. Und wir sehen uns dann in 3 Jahren wieder zu dem nächsten Hexler-Spiel. Ich bin gespannt, was das Thema sein wird. In diesem Sinne, bleibt gesund und kommt gut durch den Abend, durch den Tag, je nachdem, wann ihr es noch guckt. Hau rein, Monkey, schön, dass du dabei warst. Und... Nee, ist er nicht. Und ja, in diesem Sinne. Macht es gut.